Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Freiheitsliebe Leben. Ja, willkommen zu meinem allerersten Food Diary. Ich möchte mein Essen festhalten. Warum? Das habe ich euch in einem vorherigen Video erzählt. Und zwar in dem Video, wo ich so drüber rede, wie oft ich in letzter Zeit mit Heißhungerattacken und Co. zu tun habe, wie schlecht ich mich oft fühle und ich euch auch erkläre, warum ich glaube, dass das Vloggen oder das Bloggen über das Essen, dieses Food Diary führen, mir helfen kann, mich besser zu ernähren. Also ich hoffe, dass diese Food Diary Vlogs mit ganz, ganz viel gesunden und guten Essen gefüllt sein werden. Denn ich werde euch nichts verschweigen. Denn wenn ich euch was verschweigen würde, dann würde das ganze Ding für mich irgendwie gar keinen Sinn mehr machen. Ja, wir haben heute Donnerstag. Das ist jetzt nicht ganz so What I Eat in a Week. Das ist jetzt eine kürzere Form, denn ich denke, dass ich euch das immer von montags bis sonntags aufnehmen werde. Und dann seht ihr am Anfang der neuen Woche, was ich in der Woche davor alles gegessen habe. Und ich erzähle euch natürlich auch so von meinen Erfolgen, wie das ist im Moment mit meinem emotionalen Essen, ob ich die Regeln, von denen ich euch gleich erzähle, die ich mir so ein bisschen aufgestellt habe, damit ich hoffentlich mit dem Thema Essen in nächster Zeit einfach so glücklicher bin, ob ich diese Regeln auch einhalte. Und ja, es ist jetzt 1.12 Uhr und ich werde mir jetzt gleich Frühstück machen, denn ich mache intermittierendes Fasten. Und ja, ich decke mal eben ratzfatz den Tisch und dann erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr dazu. Während ich jetzt hier mein Frühstück zubereite, kann ich euch ein klein bisschen von meiner Checkliste erzählen, die ich mir gemacht habe. Verdammt, der Kaffee ist schon wieder kalt. Dazu brauche ich aber mein Handy, denn ich habe mir so eine Checkliste auf dem Handy gemacht, die ich auch jeden Tag einmal mit euch zusammen dann durchgehen werde. Ich habe hier übrigens frisch gebackenes, oder was heißt frisch, von vorgestern. Ich backe mein Brot immer selber. Es ist ein Dinkel-Roggenbrot. Und mein Sohn hat es total gefeiert. ja, ich werde jetzt ganz normal frühstücken und mit euch die Liste durchgehen, wie gesagt. Denn das werde ich jeden Tag mit euch zusammen überprüfen, ob ich diese Regeln im Prinzip, die ich mir gesetzt habe, auch wirklich einhalte. Denn wenn ich ein gesünderes Verhältnis zu meinem Essen oder meinem Essverhalten haben möchte, dann sollte ich mir manche Sachen definitiv abgewöhnen und vor allen Dingen ehrlich zu mir sein. Das ist nämlich so dieses Ding, dass ich ja oftmals nicht wirklich ehrlich zu mir bin. Und mir dann halt einfach irgendwie so, ja, selber so Ausreden ausdenke oder mir selber sage, dass es ja okay ist, dass ich heute irgendwie einen halben oder einen ganzen Kuchen esse, weil ich schlechte Stimmung habe, weil ich irgendwie meine Tage habe. Und dann hat man ja einfach solche Gelüste und. Das Problem ist nur, dass ich das mittlerweile alle paar Tage mache und bis hin zu täglich sogar. Und ich merke, dass es mir zunehmend schlechter dadurch geht, weil es mich sehr belastet. Denn ich möchte mich einfach in meinem Körper wohlfühlen. Ich möchte mich fit fühlen. Ich möchte mich gesund fühlen. Ich möchte nicht ständig ja irgendwie einen hohen Zuckerspiegel, zum Beispiel Blutzuckerspiegel, gewöhnt sein. Und wenn ich mal weniger Zucker esse, irgendwie das Gefühl zu haben, direkt zu unterzuckern. Und einfach so Probleme dadurch im Alltag zu haben und irgendwie ständig zu denken, so, oh, scheiße, ich brauche jetzt irgendwie Zucker oder sowas. Und nein, keine Angst, also ich habe ganz bestimmt irgendwie keinen Diabetes oder so, daran liegt es nicht, sondern mein Körper gewöhnt sich sehr schnell an einen hohen Blutzuckerspiegel und schreit dann richtig nach Zucker. Wenn ich mir das abgewöhne, hat er das nicht, dann ist wirklich alles gut. Ich habe mir das schon öfter abgewöhnt, Zucker zu essen oder viel Zucker zu essen, und dann ging es mir wirklich immer richtig, richtig gut damit. Also ich kenne diesen Unterschied. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich halt überwiegend gesund ernährt, wie das halt einfach ist, wenn man sein Essverhalten halt einfach irgendwie so im Griff hat. Das Problem ist, dass ich aber zu den meisten Zeiten, wo ich mein Essverhalten am meisten im Griff hatte, unheimlich unglücklich damit war. Ich möchte aber einen Weg finden, wie ich einfach
glücklich damit bin. Und ein Weg zum Beispiel ist es bei mir halt eben nicht meine Kalorien zu tracken, dass mich das motiviert, sondern halt eben Videos zu machen. Deswegen möchte ich jetzt mal probieren, so eine Videoreihe zu starten, so ein Food Diary aufzunehmen, hin und wieder vielleicht mal auch mit euch in diesen Food Diaries zu kochen, Rezepte auszuprobieren, aber vor allen Dingen einfach mein Essen zu dokumentieren und euch auch auf den Laufenden zu halten, ja, wie es mir damit geht, ob ich noch weiterhin halt irgendwie Essanfälle habe, ob, ja, dieses öffentlich zu zeigen, was ich halt einfach den ganzen Tag über esse, mir wirklich hilft, Nein zu sagen, ob es mir damit dann wirklich besser geht. Vielleicht finde ich irgendwie andere Methoden, die ich halt irgendwie anwenden kann oder die ich halt einfach irgendwie nutzen kann, damit ich halt einfach so diese Heißhungerattacken und diese Essanfälle einfach stoppen kann. Und dabei sollen mir folgende Regeln helfen. Als erstes checken wir jeden Tag einmal, ob ich Intervallfasten auch wirklich erst ab 12 Uhr gemacht habe. Beziehungsweise also, dass ich vor 12 Uhr mittags nichts gegessen habe. Wir haben es jetzt 1:22 Uhr. Und das bedeutet, dass ich den Punkt für heute auf jeden Fall abhaken kann. Den nächsten Punkt, den wir dann auch jeden Tag überprüfen werden, ist, ob ich wirklich in der Küche esse. Denn eine blöde Angewohnheit von mir ist es, auf dem Sofa zu essen. Und ja, wenn man auf dem Sofa vor dem Fernseher isst, dann isst man bekanntlich mehr. Ist bei mir auch so. Und ich habe letztens festgestellt, dass ich wahrscheinlich nicht nur einfach mehr esse, wenn ich Fernsehen gucke, sondern dass sich bei mir so eine Verknüpfung im Kopf eingebürgert hat, sage ich jetzt mal, dass ich dann nicht nur immer vorm Fernsehen essen möchte, sondern vorm Fernsehen vor allen Dingen immer essen möchte und dadurch einfach sehr viel mehr esse. Deswegen möchte ich mir das abgewöhnen. Manchmal klappt es, manchmal nicht, aber ich versuche da nicht ganz so streng mit mir zu sein, weil ich weiß, dass ich sonst sowieso wieder super schnell aufgebe. Gewohnheiten dauern halt einfach so manchmal, bis man sie irgendwie erfolgreich integriert hat oder neu integriert hat. Und deswegen versuche ich mir da keinen Stress mitzumachen, sondern einfach positiv zu bleiben und mich zu freuen, wenn ich es halt einfach geschafft habe. Ja, ihr seht, ich sitze gerade in der Küche. Das ist auf jeden Fall für heute schon mal für die erste Mahlzeit ein Erfolg. Dann Meal Prep für abends habe ich mir noch aufgeschrieben. Denn das ist halt auch immer so eine Riesenfalle, wenn ich dann abends irgendwann schon so ein bisschen kaputt bin vom Tag und ich kriege Hunger. Ich koche halt eben nicht mittags, weil ich mittags erstmal frühstücke. Und ich dann abends Hunger habe, dann mache ich mir oftmals irgendeinen Blödsinn oder ich habe halt einfach irgendwie keine Lust zu kochen, vor allen Dingen meistens. Und dann passiert es dann einfach oft, dass ich total ungesundes Kram esse oder dass ich manchmal Süßigkeiten anstatt irgendwie was Vernünftiges esse und mich daran satt esse. Ja, oder eben mit meinem Abendessen dann so unzufrieden bin, dass ich dann halt einfach trotzdem zusätzlich einfach zu viel Süßigkeiten greife. Weil, ja, man halt einfach irgendwie merkt, es fehlt, man ist nicht zufrieden mit dem Essen und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, dass ich anfange, so mein Essen vielleicht auch mal vorzukochen und vielleicht auch mal so regelmäßig dann immer so für 3 Tage oder so zu kochen. Denn wenn ich sowas mal gemacht habe, an den Tagen ist es mir immer wesentlich einfacher gefallen, nicht so viel zu sündigen. Dann ist noch so ein Ding, also nicht nur dieses Meal Prep, sondern auch vor allen Dingen gesund essen. Denn das, was mich ja vor allen Dingen antreibt, ist jetzt nicht vordergründig einfach nur mein Gewicht, dass ich wer weiß wie viel Kilos verlieren möchte, sondern ich möchte mich gesund und fit fühlen und dazu braucht man einfach eine gesunde Ernährung und halt einfach sehr viel weniger Zucker in meinem Fall zum Beispiel. Ja, heißt sowas wie Suppen, Eintöpfe, Auflauf, Salat, also solche Sachen halt einfach viel zu machen und ja, so andere Sachen, diese schnelle Küche einfach mehr sein zu lassen. Langsam und weniger langsam und weniger essen, wäre aber übrigens auch gut, langsamer zum Beispiel zu essen. Vielleicht schreibe ich mir das auch nochmal mit auf die Liste. Aber egal, also langsam weniger zu essen ist halt auch so mein Plan, denn wenn man so radikal umstellt, dann hat man ja meistens irgendwie nicht so große Erfolge, weil man sich noch nicht wirklich dran gewöhnt hat und nach so ein paar Tagen man halt einfach, der Körper schreit einfach irgendwie so, ah, ich brauche das aber und das möchte ich vermeiden. Deswegen mache ich jetzt nicht irgendwie von jetzt auf gleich eine riesenkrasse Ernährungsumstellung. Es wird wahrscheinlich erstmal ähnlich bleiben, aber es soll langsam halt einfach sich ändern. Der Akku ist gleich leer, sehe ich.
Sünden, auf jeden Fall nur to go, noch eine ganz, ganz wichtige Sache, keine Packung Kekse oder sowas mehr nach Hause. Intervallfasten dann ab 22 Uhr erstmal, dass ich nach 22 Uhr nichts mehr esse und die Zeit, die wird sich auch langsam verschieben und vor allen Dingen dranbleiben mit dem Vloggen, dass ich wirklich alles, was ich esse, dokumentiere. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal eben einmal, was ich jetzt frühstücke und dann sehen wir uns nachher zur nächsten Mahlzeit weiter und dann geht's jetzt erstmal los mit dem Food Diary. Wir haben es 3:15 und ich habe irgendwie jetzt so etwas über eine Stunde nach dem Essen irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen und irgendwie Hunger. Ich kann es gar nicht richtig definieren. Und im Normalfall würde ich jetzt, glaube ich, eine Kleinigkeit essen. Ich tue es jetzt aber nicht. Nein. Schaut euch das an. Ich bin so mega stolz. Ich habe keinen Mist gekauft. Ich habe fast 50 oder um die 50 Euro auf jeden Fall ausgegeben. Und ich habe richtig viel Obst und Gemüse geholt. Zwei Packungen Chips, aber da kriege ich Gott sei Dank nicht irgendwie so mega Fressfleisch von oder sowas. Das ist also okay, wenn ich dann ab und zu mal ein paar Chips essen kann oder so. Ansonsten Dinkelmehl, Milch, also Mandelmilch, Grundzutaten, Riesensack Kartoffeln. Was ich cool fand, ich war jetzt ausnahmsweise mal bei Lidl in der Nachbarstadt und die haben fettreduzierten Frischkäse. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich habe mir außerdem, auch so wenn ich dann so Bock auf was Süßes habe, habe ich mir jetzt einfach mal so zuckerfreie Fruchtbonbons geholt. Und ich habe mir auch noch so ja einfache Kaugummis geholt. Eigentlich bin ich nicht so der Fan von Kaugummis, weil es halt Plastik ist, ne? So, aber ich glaube, ich brauche auf jeden Fall irgendwas so zur Überbrückung. Und ansonsten, ja, sogar rote Beete habe ich mir geholt, Mais. Also, die haben übrigens auch vegane Kartoffelschupfnudeln. Normalerweise sind die ja mit Ei, aber beim Lidl gibt es auch einen vegan. Habe ich auch geholt. Und Sojajoghurt, einmal in Mango. Ich weiß nicht genau, ob ich den mag oder nicht. Mango mag ich nicht so gerne, aber wenn ich den nicht mag, gebe ich ihn einfach Pascal. Und ja, Kirsche. Also allerhand gesunde Sachen jetzt eingekauft und bin richtig stolz auf mich. Und dann gibt es jetzt gleich eine so eine Käseschnecke. Habe ich eine für mich, eine für Pascal geholt und eine so eine Käsebrezel für meinen Sohn. Und die gönne ich mir jetzt auf jeden Fall gleich. Mittlerweile Freitag und ich muss sagen, ich bin von dem Tag gestern echt richtig begeistert. Es hat so hammergut geklappt. Leute, ihr habt gesehen, ich bin einkaufen gegangen. Ich habe irgendwie keine Schokolade oder sowas gekauft. Also Zucker ist ja da halt echt irgendwie so mein Thema. Ich habe euch alles gezeigt, was ich gegessen habe und ich konnte wirklich viel, viel besser Nein sagen. Einfach, weil ich wusste, ich muss es sonst dokumentieren und dadurch hatte ich halt einfach so diesen Anreiz, dass ich mich gesünder ernähren möchte, so wie für andere dann halt vielleicht so dieses Kalorientracken halt der Anreiz ist, wo sie halt einfach irgendwie sagen so, ah, ich möchte aber halt einfach diese Kalorienzahl nicht überschreiten zum Beispiel so und das gibt ihnen die ausreichende Motivation zu irgendwie zu sagen, okay, nein, mehr esse ich nicht. Muss ich sagen, ist das bei mir echt irgendwie gerade das Videos machen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so bleibt, vor allen Dingen auch wie der heutige Tag wird. Ich habe nämlich eben was zu essen gemacht und zwar, die Schüssel ist halb voll mit Haferflocken und halb voll mit Cornflakes. Ich werde jetzt auch hier auf dem Sofa essen, denn ich bin gerade Video am Schneiden. Ich hatte eben ein wunderschönes Interview mit der lieben Anna von Eigensinn. Das bin ich gerade am Schneiden und ich muss aber in einer halben Stunde schon wieder los meinen Sohn von der Schule abholen. Jetzt wollte ich schon Arbeit sagen. Cool. Als mein Sohn im Kindergarten war, habe ich immer gesagt, ich muss ihn von der Schule abholen. Jetzt ist in der Schule und jetzt muss ich ihn scheinbar schon von der Arbeit abholen. Er wird ja schnell groß. Ja, auf jeden Fall werde ich das jetzt eben einmal nebenbei essen und nicht in der Küche, denn wir haben es 12.21 Uhr gerade und mein Magen hängt langsam echt auf 7:30 Uhr. Ja, deswegen werde ich jetzt erst einmal essen und ja, ich muss sagen, meine Checkliste gestern hat echt wunderbar geklappt. Also auch nach 22 Uhr habe ich nichts mehr gegessen und habe es echt eingehalten und bin echt richtig froh, wie der Tag Nummer 1 so gelaufen ist. Tja, dann sind wir jetzt mal gespannt, wie Tag Nummer 2 so läuft.
Einen wunderschönen guten Morgen. Gestern der Tag lief echt richtig gut, außer dass ich halt auf dem Sofa gefrühstückt habe. Ansonsten kann ich in meiner Checkliste echt sagen, dass es richtig gut lief. Wir haben es jetzt gerade 12.02 Uhr und ich brauche jetzt erstmal so ein richtiges Frühstück. Ich habe so Migräne schon wieder und die letzten Tage auch irgendwie so Kopfschmerzen. Und ja, deswegen hatte ich jetzt auch nicht ganz so viel Hunger. Aber ich muss sagen, das Vloggen hilft mir, meine Finger von Süßkram und so zu lassen. Schon mal ganz gut. Deswegen gibt es jetzt ein super gesundes Frühstück. Aber ja, echt mal so ein bisschen mehr. Ich habe nämlich richtig Hunger. Hallo, was willst du denn hier? Kaffee klar. Hat jetzt gerade so Seetang? Seegras-Chips mitgebracht. Und ich wusste jetzt gar nicht wirklich, ob ich die probieren sollte. Du sagst, das schmeckt nach Fisch oder Meer oder so, ne? Schmeckt wie frittierte Fischhaut. Das ist aber Seegras. Super salzig. Also ich kann mir vorstellen, dass man damit irgendwie so Sushi-Kram oder so machen könnte. Aber so als Chips... Weiß ich nicht. Ich habe früher schon gegessen. Was? Früher hatte ich schon solche Sachen, die waren echt lecker. Ne? Ja. Aber die haben noch ein bisschen anders geschmeckt. Das schmeckt noch viel fischiger, finde ich. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das geil finde oder nicht. Also ich finde, es schmeckt halt auch so ein klein bisschen nach Krabbenchips. So ein bisschen. Der Hund ist ganz verwirrt, weil er das riecht. Mhm. Da. Was ist das? Dann geht schon wieder auf Krümmelsuche. Vielleicht hat ja einer was fallen lassen. Also ich muss sagen, wenn man so richtig Bock auf Krabbenchips zum Beispiel hat und ja keine tierischen Produkte mehr essen möchte, kann man das wirklich mal so als Alternative nutzen. Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich sitze mit Migräne in der Küche. Es ist 12.09 Uhr und heute ist Tag 3 mit Migräne. Ich habe heute Morgen schon 2 Tabletten eingeworfen, aber es bringt einfach nichts. Mir ist einfach total schlecht. Ich weiß gar nicht wirklich, was ich essen soll. Ich probiere jetzt mal hier diesen Frischkäse-Balance mit 30% weniger Fett von Lidl. Und ich habe im Moment so Zwiebelbrot gebacken und ich habe keine Ahnung, ob das schmeckt, jetzt mit was Süßem drauf. Ich hoffe, denn der krasse Zuckerentzug jetzt so die letzten Tage, ich habe so das Gefühl, weiß nicht, ob das vielleicht meine Migräne und Kopfschmerzen so triggert, weil ich vorher so extrem viel Zucker immer gegessen habe. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass halt einfach irgendwie so ein bisschen Honig, mir vielleicht hilft, meine Migräne so ein bisschen loszuwerden. Okay, ich muss sagen, Zwiebelbrot und Honig geht doch klar. Ich habe das bislang noch nie mit was Süßem drauf gegessen, aber ja, ist okay. Jetzt habe ich beim zweiten Brot natürlich mega übertrieben mit dem Honig. Keine Ahnung. Ich hoffe, das hilft irgendwie so, dass meine Migräne auch mit weggehen. Aber es sind nicht einfach nur Migräne. Pascal hatte die Tage davor schon richtig Kopfschmerzen immer wieder und bei dem klingt das jetzt schon langsam ab. Und jetzt ist heute mein Sohn auch angekommen und sagte, er hat Kopfschmerzen. Und wir haben es gestern noch testen lassen, also Corona ist es nicht oder so, aber ja, ich hoffe, weiß nicht, dass es bald allen wieder gut geht. Einen wundervollen Sonntagabend wünsche ich euch in meinem Sonntagsoutfit. Ich muss wirklich sagen, die 4 Tage, die machen mich echt fast sprachlos. Denn ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig gut klappt, dass nur weil ich mein Essen vlogge, ich auf einmal schaffe, auf Zucker zu verzichten. Das ist so extrem gewesen. Also die 4 Tage, die ihr jetzt gesehen habt, das ist absolut nicht der Normalzustand gewesen, wie ich in den letzten Wochen gegessen habe. Auf gar keinen Fall. Ich habe gekocht, weil ich dachte, hey, ich habe Lust, Videoaufnahmen zu machen davon, wie ich koche.
nicht, weil ich vorher gedacht habe, ich koche, weil ich gesund essen will. Nein, ich habe gedacht so, hey, ich habe Lust, das irgendwie zu filmen und darüber ein Video zu machen. Ergo habe ich gesund gekocht. Eigentlich nicht, weil ich Hunger hatte, sondern weil ich es filmen wollte. Ja, ist für mich jetzt aber auch nicht schlimm, weil es für mich ja voll den positiven Effekt hat. Denn mal ganz ehrlich, hätte ich die letzten 4 Tage nicht gefilmt, hätte ich bei Weitem nicht so gesund gegessen. Ich hätte mit Sicherheit super viel Zucker gegessen. Ich hätte auch mehr gegessen. Ich hatte so oft diesen Effekt, dass ich gedacht habe so, boah, du könntest ja jetzt irgendwie eine Kleinigkeit. Und dann habe ich gedacht so, dann musst du das filmen. Nein, du tust es jetzt nicht. Das hat mir wirklich irgendwie so diesen Moment gegeben, dass ich innegehalten habe und mich gefragt habe, will ich das jetzt wirklich essen? Habe ich wirklich gerade richtig Hunger und möchte ich das essen oder brauche ich das eigentlich nicht? Also dieses Reflektieren, was ich ansonsten einfach oft nicht hingekriegt habe, weil ich einfach nur diesem Appetit und diesem Heißhunger und so nachgegeben habe, das hat so einfach wesentlich besser funktioniert und ich finde es phänomenal, ich finde es Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt Sonntagabend, es ist gleich irgendwann 9 Uhr. Ich habe mir jetzt noch eine Schüssel Chips hier fertig gemacht für gleich und die werde ich mir gleich noch gönnen. Und ansonsten, was das jetzt für die 4 Tage an Essen? Ich kann es nicht anders sagen, ich bin so baff. Das Einzige, was ich wirklich so richtig Zuckeriges gegessen habe, war jetzt, glaube ich, wirklich der Honig heute Morgen. Und ja, Schokolade hatte ich jetzt nur diese Zartbitter-Schokodrops heute im Apfelmus, aber ne, ist halt zartbitter und das waren halt nur so ein paar Schokodrops, also ist jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie, weiß, die Schokolade gegessen habe. So, by the way, ich finde es halt auch nicht schlimm, wenn irgendwo mal so ein bisschen Schokolade drin ist, aber es geht dann halt einfach so um diese größeren Mengen an Schokolade und Twix und was weiß ich, was ich mir sonst immer reingezogen habe. Ich werde das Experiment auf jeden Fall weitermachen. Ich hoffe, ich sehe euch dann in einer Woche, Montag oder Dienstag oder so, lade ich dann das nächste Food Diary hoch und dann richte ich so ein What I Eat in a Week, also für 7 Tage. Ich hoffe, dass mich das in der nächsten Woche auch wieder anspornt, so gesund zu essen und gesund zu kochen. Und ich muss euch sowas von danken. Also wirklich jeder Einzelne, der das letzte Video, wo ich so über diese ganzen Essanfälle und so gesprochen habe, kommentiert hat. Da sind so viele lange Kommentare drunter. Ich habe private Nachrichten gekriegt und so. Und ich hatte das ein oder andere Mal echt Tränen in den Augen, weil ihr so, so deep seid. Und ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich danke euch einfach von Herzen für diejenigen, die gesagt haben, die machen mit. Ich hoffe, dass eure letzten Tage auch so gut aussahen oder dass eure nächste Woche, falls ihr jetzt anfangt oder so, auch gut aussieht, dass vielleicht diese Videos euch auch so ein bisschen motivieren und vielleicht inspirieren, halt einfach irgendwie ein bisschen gesünder zu essen, vielleicht ein bisschen weniger Zucker, vielleicht einfach so ja von dem einen oder anderen ein bisschen weniger. Ich für mich muss sagen, ich achte jetzt erstmal drauf, dass ich den Zuckerkonsum runterfahre. Ich hatte in den letzten Tagen teilweise echt scheiß Laune, weil ich so auf Zuckerentzug war, muss ich sagen. Ich habe es aber mit eurer Hilfe oder mit dieser Videoformat-Hilfe trotzdem hingekriegt und beziehungsweise vor allen Dingen auch mit eurer Hilfe, weil die ganzen Kommentare, die ihr geschrieben habt, die haben mich echt sowas von angespornt, das halt eben auch wirklich zu schaffen. Und deswegen bin ich jetzt erstmal echt fokussiert auf diesen Zuckerkonsum und ich werde mit Sicherheit nach einiger Zeit mein Essen generell einfach nochmal so ein bisschen reduzieren, was ich jetzt in den letzten Tagen auch schon ein bisschen gemacht habe, aber jetzt nicht so viel, denn, weiß nicht, auch so eine ganze Schüssel Chips oder so, ja, von diesen ungesunden Sachen könnte man natürlich nochmal ein bisschen weniger essen, aber ich erwarte nicht alles gleichzeitig von mir. Ich bin schon super begeistert, dass ich jetzt die letzten Tage den ganzen Zucker weglassen konnte und sogar als ich einkaufen gegangen bin, keinen Mist gekauft habe, also in Form von Zuckerbomben. Da bin ich sowas von stolz auf mich, beziehungsweise so ohne euch hätte ich das jetzt echt nicht hingekriegt. Wahnsinn. Also ganz, ganz dickes Dankeschön an euch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie bei euch jetzt so die letzten Tage aussehen. Oder habt ihr Lust, so in der nächsten Woche mitzumachen oder so? Was ist bei euch irgendwie eher so dieses Manko? Ist es Zucker oder sind es irgendwie so herzhafte, fettige Sachen? Oder ist es einfach generell immer so ein bisschen zu viel? Was sind da so eure Mankos? Also ich muss wirklich sagen, dass es so Zucker am schlimmsten ist. Und halt eben auch, dass ich zu viel esse. So, und ja, ich hoffe, dass ich jetzt mit diesem Format wirklich mein Ziel langfristig erreiche, dass ich mich einfach ja gesünder und fitter fühle. Das ist ja so das Ziel der ganzen Sache. Ich will jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, skinny abnehmen, was weiß ich, ne? Sondern ich möchte mich einfach beweglich und fit fühlen.
Und ich merke, so hat einfach schon so mein Bauch, der ist schon wieder kleiner geworden, so ein klein bisschen. Und das freut mich auf jeden Fall. Ich fühle mich schon wieder so ein klein bisschen beweglicher. Aber ich glaube, das kann sich in den nächsten Wochen, wenn es so gut weitergeht, warte, klopf auf Holz, sogar noch ein bisschen verbessern. Und vielleicht werde ich ja irgendwann sogar noch ein bisschen sportlicher als immer nur so in meiner Morgenroutine. Mal gucken. Aber ich will nicht zu viel von mir verlangen. Wir schauen. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr in diesem Video wieder mit dabei wart. Denkt auf jeden Fall an die neuen Upload-Tage. Sonntags um 10 Uhr und montags bis donnerstags um 18 Uhr. Hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich immer sehr. Und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.